Sie haben eine Lieblingsbibelstelle? Ja, ist mein Pyramidspruch. Ich weiß gar nicht, wie da drauf gekommen bin, aber das war, glaube ich, das Klügste, was ich jemals gemacht habe, weil ich den bei jeder Taufe hernehmen kann, wenn ich dem Täufling die Taufkerze überreiche. Das ist die Botschaft, die wir von Gott empfangen haben, die wir von ihm gehört haben und die wir weitergeben. Gottes Licht und keine Finsternis ist in ihm. Ich darf bei jeder Taufe meinen Pyramidspruch weitersagen. Wer weiß, ob ich den noch wüsste, wenn ich mal Demenz habe. Aber den werde ich nicht vergessen, weil ich ihn so oft in meinem Leben aufsagen habe dürfen. Das ist eigentlich das ganze Programm. Von Gott zu reden heißt nicht von der Dunkelheit zu reden, heißt nie Angst zu machen mit Gott, heißt nie zu drohen, heißt nie zu unterdrücken, nie von einem blutrünstigen Gott zu sprechen, sondern immer nur von einem einladenden, von einem hellen, von einem lichten Gott.